Jennifer. Komm mal her, du Dickes. Du Dickes, Fettes. So. Dann stellen wir mal die Falle. Ich werde jetzt auch in den nächsten Gameplays mal ein paar Zwischenmissionen machen, weil die sind nämlich extrem wichtig, dass ich mich auch aufleveln kann und bessere Ausrüstung bekomme. Denn umso schwerer wird sonst die Hauptmission zu machen. Aber jetzt stellen wir erstmal die Falle. Die anderen Missionen hole ich dann nach. So, immer schön drüber einfach. Das ist ja schon mein Freund. Na, du kleiner Fettsack. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Jennifer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Nehmen wir mal die Armbrust. Oh, du Penner. Okay, alles klar. Ich habe Adrenalinpunkte. Das ist immer gut. Lass ihn nicht entwischen. Muss ich hinterher? Scheiße. Komm schon. Du Arschloch. Mir entkommst du nicht. Wetten, der fliegt jetzt zur Stadt. Siehst du noch besser? Hörst du? Halt, um die Sinne zu schärfen. Ah, okay. Weil ich jetzt bestimmt nämlich die Fährte verliere. Ah, das ist natürlich praktisch mit solchen Sinnen. Ah, da ist er. Ey, du Sau. Weg von meinem Pferd. Ah, du Wichser.
Stirb! Huh. Sehr gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Wuhu! So, jetzt darf ich den Kopf abtrennen. Eine Pusteblume. Wuhu! Oh, der hängt ja da. Armes Pferdchen. Was du nicht alles mitmachen musst. So, auf geht's zurück ins Dorf. Wetten, du hast auch eine Mission für mich. Motz dein Pferd nicht so an. Ganz ruhig. So, das wissen wir ja. Oh, verpiss dich, du Ekelhaftes. Aber komm, irgendwie will ich das jetzt töten. Was sind das eigentlich für Dinger? Ganz schön frech. So, was habt ihr denn hier so Tolles? Wollen wir alles einsammeln? Ich wollte nicht wehtun. Komm zurück. So. Plötze. Plötzi. Auf geht's. So viel Gegner. Ich muss nachher mal ein bisschen jagen gehen, ein bisschen kämpfen. Da habe ich Lust drauf. Komm. Komm schon. Habe ich mir auch gerade gedacht. Schönes Drecksmoor hier. Jetzt muss ich diesem Vorsitzenden bringen, mit dem ich vorhin geredet habe, der mir den Auftrag gegeben hat, dass ich den Greif töten soll. Da laufen wir jetzt einfach mit Kopf rein. Lauf, bitte. Aber das Pferd kann nicht mit. Weil da ist ja der Kopf dran, also muss es ja mit. So, kann ich mir den Kopf nicht nehmen? Was hast denn du gerade gemacht? Disziplin. Bring Sally up and bring Sally down. Den paar Kniebeugen für den Arsch sind immer gut, gell? Meiner macht es auch gerade. Das sind die ersten Glitches. Oh, süß. Mein Pferd macht ein bisschen Sport. Es will fit bleiben. Ja. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein!
Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Also da er jetzt sich als Arschloch rausgestellt hat, nehme ich mir das jetzt. Oh nein. Schon von der Freiheit-Brigade gekommen. Es Sege in Avia. Ea Igluir. Wo ist denn der, der hier ausgepeitscht wird? Ja, ja. Wo ist mein Horst? Hängt da der Greifenkopf jetzt immer noch dran? Nee, doch. Was will ich mit dem scheiß Kopf? Ist nur unnötig Ballast. Und jetzt? Ja, frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Naja, vielleicht wollen sie ja die Leute in Weißgarten haben. Den Kopf. Hab mich gewundert, dass jetzt der Typ, dem ich gerade mein Geld abgeholt habe, dass der nicht den Kopf sehen wollte, weil ich kann dem ja sonst was erzählen. Tut mir leid, wenn ich ab und zu gehe. Ich bin einfach ein wenig übermüdet, hatte wenig Schlaf, weil ich eben versuche, auch mit allem nachzukommen, was so gerade ansteht. Es ist ja eh immer dasselbe. Entweder kommen gar keine Spiele raus und man hat nichts zu zocken, oder es kommt alles auf einmal, das ist gerade der Fall. Life is Strange habe ich jetzt durchgespielt, da ist das Gameplay auch schon komplett fertig. Aber es gibt ja noch Bloodborne und Dying Light, was ich parallel spiele, und bin auch gerade an ein paar Spielen von der Oculus Rift, und das ist gerade alles viel und da bleibt der Schlaf dann eben auch mal aus. Aber so ist das eben. Ich beklage mich nicht, es macht ja auch Spaß. Nur tun meine Augen vom vielen Zocken weh. Aber das kenne ich zu genug von früher. Genau, lauf. Ich will dich gar nicht anfassen, du blöde Troller. Ja, ja, die Pflaumen. Wolf? Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Zeit, dass wir aufbrechen. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon?
Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Wie ein Mann. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand... Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich.